Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir mal wieder eine Runde Survival Games mit der Map Drybone Valley bzw. Tilveran Survival Games 2. Jo, und es geht auch gleich los. So. Komm, Schwert. So, können wir hier mal ein bisschen reinhauen. Ach, guck mal, tot. Zwei Eisen und Sticks. Sehr schön. So, wer ist denn hier? Ah, niemand. Gut. Eisenschwert. Den Stick nehmen wir auch mal wieder mit. Jo, so schnell kann man ein Eisenschwert haben. Boah, das ging wirklich schnell. So, und hier sind zwei Leute. Anscheinend ein Team. Der eine ist tot. Und der andere ist ebenfalls tot. Das geht auch schon mal gut ab. Das lege ich da hin. So. Ah, esse ich mal besser nicht. Denn wie wir ja wissen, haben wir ja einen Kuchen im Dörflein, wo wir gerade hinwollen. Da können wir uns gut von satt essen. So. Kiste. Boom. Schuhe. Brustpanzer wäre natürlich noch sehr gut. Ach, guck mal. Na, ich schlag den mal noch nicht. Jetzt läuft er ins Dorf und jetzt ist er tot. Ne, jetzt hat er verloren. Da braucht man gar nicht mehr versuchen, in irgendeine Kiste zu kommen. Wenn man in so eine Situation gerät, muss man versuchen abzuhauen. Oder man stirbt halt wie hier gerade. So, Kiste. Ein Brustpanzer. Da oben ist keine Kiste. Nein. Da waren wir auch schon dran. Gut. So, hier Kiste. Ein besserer Helm. Damit sind wir eigentlich jetzt schon fast perfekt ausgerüstet. Ja. Also eigentlich wären nur noch ein paar Eisensachen besser oder ein Diaschwert. Aber sonst eigentlich nichts. So. Zack. So. Wer sich übrigens immer noch fragt, meins, wie ich zum Beispiel sowas mache oder sowas, man muss einfach nur die Maus, also den Cursor, über das Item halten und dann die jeweilige Zahl drücken, hier zum Beispiel die 2, wenn ich 2 drücke, dann tauscht sich das so automatisch aus. Was relativ cool ist und vor allem auch Zeit verschafft. Beziehungsweise wenig Zeit kostet. So. Gucken wir nochmal hier oben rein. Eine Kiste. Das ist sehr gut. Oh, ein Level. Sehr schön. Können wir das Eisenschwert enchanten. Geil. Ah, zu. So. Schweinchen stirbt. Oh, vielleicht kriegen wir noch ein zweites Level zusammen. Könnten wir uns noch... Naja, ein Bogen wäre natürlich noch gut zu haben. So, da drin ist keine Kiste mehr. Gut, dann esse ich jetzt mal kurz noch was vom Kuchen. Und dann können wir auch schon weiterlaufen. Und weg ist der Kuchen. So. Boah, 14 Fleisch. Kam auch schon mal weniger dabei raus. Als 14. 14. So. Diese Folge hier sollte eigentlich heute erscheinen, heißt am Freitag. Demnach kann ich ja mal die Information hier mitteilen, dass ich übers Wochenende weg bin. Montag wieder da, übers Wochenende weg. Heißt, dass ich bis dahin wahrscheinlich keine Kommentare oder PNs beantworten kann, die mir geschickt werden. Demnach, falls ihr dergleichen vorhattet, nicht wundern, wenn die Antwort erst später kommt. So. Zack. Na, hier drin ist eigentlich... Ich gehe hier eigentlich nicht so gern rein. Weil hier erstens eine Falle ist. Und zwar hier. Wo man nicht reinlaufen sollte. Und zweitens gibt es hier voll wenig. So, da oben ist ebenfalls nichts. Nichts. Da oben ist eine Kiste. So. Da ist noch eine Kiste.
Zack. Ein Bogen, sehr schön. Gut. Bräuchte man nur noch Pfeile. Was mir hier übrigens an The Hive fehlt für Items, sind unter anderem Flints und Feuerzeuge allgemein, weil die haben ja die Flints. Boah, Level 2. Die haben ja die Flints rausgenommen, damit man sich keine Feuerzeuge craften kann. Ergo kann man sich auch keine Pfeile craften, weil man ja damit auch Flints braucht. Und damit sind auch die Federn unbrauchbar geworden. So, Fleisch und Zeug. Ja, und das ist natürlich ein bisschen scheiße. Boah, ich kann mir 3 goldene Äpfel machen. Ja, so, so. Zack. 3 an der Zahl. So, am Füllen war ich mal wieder nach. Dann können wir das wegwerfen. Das auch weg, brauchen wir alles nicht mehr. Weg, weg. 1 behalte ich mal. Das kommt auch mal rein. Kann ich mir gleich noch ein Brot craften hinterher. So, so, so. Und das Schwert kommt auch noch da rein. Ich habe noch ein Eisen. Ist für mich aber gerade relativ unbrauchbar. So, machen wir mal so. Und dann können wir halt hier noch das letzte Steak rein. So, zack. Jetzt haben wir 5 Steaks. Sehr gut. Damit dürften wir keine Nahrungsprobleme mehr haben. Was ich auf dieser Map hier generell eigentlich nicht habe. Da es hier auch sonst noch genug andere Möglichkeiten gibt, Essen zu finden. Zum Beispiel auf diesem einen Bauernhof, da sind extrem viele Weizenteile. Wodurch man eigentlich so gut wie unendlich viel Brot bekommt. Ja, unendlich ist ein bisschen übertrieben. Da unten ist keine Kiste, aber man bekommt schon relativ viel Brot. Also auf jeden Fall, dass es für 8 Survival Games Runden reichen würde. So, 2 Kisten da oben. Brauche ich nicht, aber die Sticks nehme ich trotzdem mit. Kann ja nicht schaden. Möhrchen. Ja, dann werde ich mir einen Brustpanzer. Ich glaube, ich enchant mir lieber die Hose. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich noch relativ hoch, dass ich bis zum Deathmatch überlebe. Und da werde ich dann bis zum Deathmatch, sage ich, bis zum Chest Refill, falls es zu einem kommt. Und spätestens da werde ich höchstwahrscheinlich einen Eisenbrustpanzer bekommen. Demnach werde ich mir dann mit dem zweiten Level dann die Hose enchanten. Und ja, so. Ich hoffe, wir treffen mal hier wieder einen Gegner. Ist ja momentan ein bisschen karg hier. Am Anfang so abgegangen und dann kein Mensch mehr. Oh nein, jetzt bin ich in den Crap reingelaufen. Mann. Ich glaube, ich muss mal meinen Sound höher stellen hier. Damit ich auch höre, wenn ein Gegner kommt. Ja, fast hatte ich Level 2 enchanted. Schärfe. Perfekt. So. Oh, schusssicher. Na gut. Das Enchantment war für die Katz. Das ist natürlich. Schusssicher bringt einem so gut wie. Ja, halt nur bei Pfeilen und dann auch nur sehr wenig. Und normaler Schutz, beziehungsweise dann Protection 1 ist natürlich so ein bisschen, ja, universeller, kann man sagen, gegen Angriffe. Ja, schusssicher ist natürlich auch so ein Drecksenchantment. Mann. Hier ist übrigens noch das ganze Feld vorhanden, aber das brauche ich gar nicht. Da ich ja noch genug zu essen habe. Vorerst zumindest. Da ist jemand. Guten Tag. Dafür habe ich wenigstens ein Schärfe Eisenschwert. Oh, renn doch nicht weg. So, du stirbst. Sehr schön. Der hat auch noch was dabei. Ein Gurkex lebt noch. Oder lebt er noch? Guck mal, wie viele Spectator hier sind. Ach, guck mal, das ist der nächste. Und der ist tot. Ja, hat dann noch nach Team gefragt. Das meine ich hier mit den
erstmal Pfeile. Aber hier mit dem Eisenbrustpanzer. Zack. Perfekt. So, der nächste. Da hinten lauert einer. Den habe ich natürlich schon gesehen. Ich habe nochmal zwei Eisen. Was mir natürlich kaum was bringt. Ich habe dich gesehen, ey. Der braucht gar nicht so tun. 5 Spectators are watching the game. Auch interessant. So, komm, du stirbst. Und der ist auch tot. Der hat sogar noch Eisenschuhe dabei. Sehr schön. 5 Leute leben noch. So, weg mit dem Crap hier. Ach komm, so ein Quatsch hier brauche ich gar nicht alles. Zack, 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 zack. So, dann mache ich mir doch mal ein paar Brote, wenn ich schon mal so viel Weizen habe. Man will ja nicht geizen. Da. So, zack, zack. Zack, zack. So, nahrungstechnisch sind wir dann also versorgt. Ja. Chest Refill dürfte gleich sein. Ja, der Mond steht gut. Man kann es ja eigentlich fast immer am Mond ablesen. Der müsste glaube ich da ungefähr sein. Oder ja, der ist schon in der Nähe. Da ist jemand. Und zwar Gugex, der jetzt mal voll auf die Fresse bekommt. Hat er auch Enchanted? Ne, hat er nicht. Geht der etwa zu Minecon oder was? Oder warum hat er so ein Cape? Ja, damit kannst du mich nicht kriegen. Alter. Oh, das hat er gut gemacht. Das hat er richtig gut gemacht. Scheiße. Dann regeneriere ich lieber. Ganz ehrlich. Oh, scheiße. Ja, der ist nicht schlecht. Oh, fuck. Schießt er mich noch mit seinen Pfeilen ab hier. So, komm. Komm, stirb, 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 stirb. Oh, knapp. Sehr guter Spieler. Ist ein richtig guter Spieler, dieser Gugex. Und yippie, ja, der Chest Refill ist da. Das ist schon der nächste. Ich muss aufpassen, ey. Oh, und der backt im Boden rum, ey. Ganz ehrlich. Oh, ich hasse es, wenn die Leute im Boden rumbacken, ey. Mann, 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 Mann. Na gut, mein Schwert ist derzeit sowieso so gut wie ein Dia-Schwert. Demnach bräuchte ich auch kein Dia-Schwert. So, warum der Typ mich gerade verfolgt, ist mir auch ein Rätsel. Der hätte sich ja ruhig den Loot an... in der Mitte holen können. Aber dann halt nicht. So, nochmal gehauen. Und dann geht's los. Wow, 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 wow. Und er ist tot. Na, zu weit weg. Ist der gerade in Lava gesprungen? Oh, schlechter Verlierer. Und ich treffe nicht. Warum treffe ich nicht? Und One Hit. Sehr schön. GG, sehr gute. Kill me. Ja, sehr gute Runde auf jeden Fall. Mit einem Enchanted Dia-Schwert. Boah, der Kampf gegen Gugex war echt knapp. Obwohl er nur ein Steinschwert hatte, glaube ich. Da sieht man mal die Klasse von einem richtig guten Spieler, was es ausmachen kann, wenn man wirklich PvP-stark ist. Da braucht man nicht mal ein gutes Schwert, um jemanden fast kaputt hauen zu können, der ein Schwert hat, das so gut wie ein Dia-Schwert ist. Jo, und das war's auf jeden Fall mit dieser Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, da würde ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.